Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alte Schule. Und wir reden ja immer noch über den Renault 11 Pokal, der in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert. Und da gibt es einen tollen Film, auf den ihr euch gerne hinweisen möchte. Den gibt es auch bei YouTube. Ich habe ihn hier nochmal in den Shownotes unten verlinkt. Fünferbande heißt er. Und da geht es um die wilden Jahre des Renault-Markenpokals. Und einer, der das die ganze Zeit begleitet hat, ist Rainer Braun. Und der hat heute auch wieder eine neue Geschichte am Start. Hallo Rainer. Hallo Carsten, heute also Geschichte Nummer 3 in unserer schönen Serie der Dönikens zum Schmunzeln, zum Wundern und zum Lachen. Ja, also gar nicht zum Lachen war der nächste Fall für den Volker Strezek. Ja. Um den wollen wir uns nämlich jetzt kümmern. Der junge Mann ist damals 1976 angetreten, im dritten Jahr, als Frischling, bleich, unsicher, zurückhaltend. Er machte auf uns alle den Eindruck, er hatte ein großes Problem im Umgang mit dem Auto, mit sich selbst und mit allem überhaupt in diesem etwas härteren Sport. Also, lieber Junge, aber selbst meine Instruktoren beim Lehrgang, Rolf Stommelen und Willi Kausen, kamen zu mir und haben gesagt, wir müssen mit dem Rolf Schmidt mal reden. Mit diesem jungen Mann sieht das nicht so gut aus und da sollten wir drüber reden, ob das für ihn das richtige Spielfeld ist. Okay. Was sagst du denn dazu? Da sage ich, also ich habe die Beobachtung auch gemacht und ich hätte auch von mir aus dazu noch was angemerkt. Aber wenn ihr das auch so seht, dann gehen wir jetzt mal zum Rolf. Wir haben dem Rolf Schmidt das erzählt und der Rolf hat gesagt, das ist doch ganz einfach. Wir werden mal erklären, dass das nichts für ihn ist. Denn stellst du jetzt hier ein, Braun, erklärst ihm das. Weil das war natürlich Bescheid. Der Rolf Schmidt hat wieder nichts zu ihm gesagt. Sagen durfte ich das wieder. Also ich habe dann den Volker in das Renault-Mobil bestellt und habe ihm erklärt, dass wir gesehen hätten, dass er da überfordert sei, dass ihm das offensichtlich auch keine große Freude macht, dass er sich auch noch überschlagen hat, gleich am Anfang, wie sich das gehört, und das Ding aufs Dach gelegt hat. Wir hatten einfach den Eindruck, alle miteinander, der ist überfordert, der kann es nicht. Das hat keins, er will, aber er kann nicht, so ungefähr. Und er machte auch nicht den Eindruck, als ob er da jetzt die Power noch entwickelt, um das noch in Ordnung zu bringen. Kurzum, wir haben ihm empfohlen, andere Sportart, Tennis, Fußball, Tischtennis, was weiß ich, es gibt ja noch viele Dinge, die man Skilaufen, ja, alles Mögliche, aber nur bitte kein Autorennsport. Das hat ihn derart gewurmt, dass wir ihm das gesagt haben. Wir konnten ihn ja nicht ausschließen, wir konnten ihm ja nur empfehlen, lass es. Ja. Er hat es aber nicht gelassen. Er hat sich gesagt, den werde ich zeigen, den Affen, den Idioten da, die mir unterstellen, ich kann das nicht. Ja. Jetzt erst recht so ungefähr. Dann hat der hoffnungslose Fall Volker Strezek sich plötzlich gewandelt zu einem Siegfahrer innerhalb von 2 Jahren und fing an, Rennen zu gewinnen ab 1978 und wurde Meister im Renault 5 Cup, das erste Mal, und 1980 das zweite Mal, einmal national, einmal international, und wird dann, man höre und staune, und das ist unser aller persönliches Waterloo, der erste deutsche DTM-Gewinner. Ja, ist doch gut, oder? Hat das eigentlich richtig einen eingeschenkt? 635 TSI. Wie kam man denn nach dem ersten Renault 5 Cup-Sieg zu dir? Triumphierend. Ja, das glaube ich. Triumphierend. Ja. Ich habe ihm ja auch diese rote Markierung vom Rückspiegel gerissen, weil er war ja einer der Junioren, die wir markiert haben, damit wir sehen, wo die ganz Jungen rumfahren und uns da kümmern. Das habe ich ihm vom Spiegel gerissen, habe gesagt, du bist ausgeschlossen aus dem Du kannst nichts, das hat keinen Sinn, lass es bleiben. Wir sind heute noch in bestem Einvernehmen. Man kann sagen, wir sind gute Freunde. Er hat mir das längst verziehen und ich habe ihm auch gestanden, dass wir uns alle getäuscht haben in ihm und dass er selbst das alles repariert hat. Und das ist ihm hoch anzurechnen. Und überleg dir mal, was der für eine Karriere gemacht hat. Hier haben wir erst noch mal ein paar Bilder aus der Zeit, wo es dann bei ihm geflutscht hat, wo er ein Rennen gewonnen hat nach dem anderen, national, international. Hier sehen wir ihn bei einer Siegerehrung. Das ist aus dem Jahr 1980. Das ist sein zweiter Titel. Da steht er stolz in der Mitte mit seinem Jahrespokal. Also die haben ja alle den gleichen Pokal bekommen. Links, das ist der Bodo Beil. Der ist nationaler Sieger geworden. Und in der Mitte ist der Volker, noch mit H übrigens.
Heute ohne. Ja. Haare schön noch bei ihm. Ja. Er hat auch diese Trophäe, die jedes Jahr, wie gesagt, die gleiche war. Die habe Und ich da auch schon mal rechts bei im dir Bild. gesehen. Bitte? Die habe ich auch schon mal bei dir stehen sehen. Ja, ich habe die 76 gewonnen. Und bin auch ganz stolz, dass ich sie habe. Und die wird auch immer da sein, bei mir im Zimmer als Erinnerung, dass ich bei mir in der Stube, als Erinnerung, dass ich eine wunderbare Zeit da verlebt habe. Mit viel, viel Spaß und vielen Geschichten, die man natürlich jetzt gerne zum Besten gibt. Ja, und der Herr rechts, das ist der Fritz Richard Friebel aus, glaube Hamburg oder so. Ja, da aus deiner Heimatstadt, könnte Ja, sein. Also ich bin mir das aber nicht mehr weiß sicher, es könnte auch was anderes sein, aber ich meine, es sei Hamburg. Nagel mich nicht fest. Auf jeden Fall, das sind also so drei Richtige, die richtig angeheizt haben und die dem Renault 5-Pokal des Jahres 1980 ihren Stempel aufgedrückt haben. So, du bist der Vizemeister international, der Friebel. Wie haben wir denn Volker dann bei seiner weiteren Karriere nach dem Renault 5 national, international ist er in den Europapokal gegangen zu den ganz dicken Turbos, wo es ja noch wilder zuging. Ja. Und da hat er sich gegen die Franzosen durchgesetzt, gegen die Italiener. Er hat zwar kein Rennen gewonnen, aber er war immer in der Spitzentruppe. Und Das ist das immer will ja schon was furchtbar. heißen. Du Ja. hattest ja da regelmäßig 40, 50 Autos. Und da war ja einer schlimmer wie der andere. Da waren verrückte Italiener, wahnsinnige Franzosen, trickreiche Holländer, da war alles da. Und der Volker mittendrin, hier haben wir ihn mit der 23, mit dem roten 5 Turbo. Übrigens hinter ihm der Wolfgang Schütz, der dann auch inzwischen im Europapokal gelandet war, zweimal Europameister geworden ist, der Wolfgang. Okay. Und da ist der Joel Gouillet mit dem Europcar. Dann haben wir da hinten haben wir die Sigala-Brüder irgendwo im Feld. Den Peter Oberndorfer sehe ich auch. Da, das ist der weiße Fünfer mit der schwarz-rot-goldenen Markierung vorne an der Haube. Das ist das zweitletzte Auto, was wir da sehen. Da Ja, hinten ist okay, der das ist der Peter Oberndorfer. Oberndorfer. Ja. Ja. Ich kenne die ja alle noch, weil ich es ja kommentiert habe, jahrelang. Das vergisst du ja nicht, sowas. Gell? So, und da haben wir den Volker dann mit seinem BMW CSI 635, der erste Meister ohne Sieg. Der Groß hat 7 Rennen gewonnen. 7 Rennen, ja. Und wird nicht Meister, sondern Vize. Und der Stritzek hat kein Rennen gewonnen, hat aber wie ein Hamster die Punkte gesammelt und ist der erste DTM-Gewinner. Wie ein Das Hamster ist ist eine gut, ja. unglaublich geile Nummer. Es hat nur noch ein weiterer fertiggebracht, nämlich 1987, der Erik van de Poel. Der hat auch keinen Sieg und ist Meister. Aber das hat es dann nie mehr gegeben. Ja, das ist auch ein bisschen ungewöhnlich, ne? Ja, es ist sehr Eigentlich, ungewöhnlich. ehrlich gesagt, fast ein Fehler im Reglement, oder? Wenn man Ja. das nicht hinbekommt. Naja, aber Wie auch cool. immer, er hat mir da übrigens auf dieses Siegerfoto und Poster hat er mir auch was Nettes draufgeschrieben, etwas Sarkastisches, Ja, in der Erinnerung dessen, Hoffnung. was wir da alles falsch gemacht haben. Da steht, lieber Rainer, in der Hoffnung, dass du dich noch öfter in Erst. meinem Falle irrst. Alles Ja, gut und so weiter, Volker Volker. Stritzel. Das ist sehr gut. Ja, ist auch noch bei mir im Büro, gell? Ist immer noch da, kann man immer noch begucken. Das war der Fall Volker Stritzek, der für meine Begriffe das Musterbeispiel dafür ist, wie man aus einer hoffnungslosen Situation sich selbst befreit, mit Selbstvertrauen, dann seinen Weg macht. Und der Weg des Volker Stritzek ist ja nicht nur ein erfolgreicher Weg des Rennfahrers, sondern auch des Managers, des Machers. Volker ist ja nach seiner aktiven Karriere, die ihn auch im Langstreckenpokal zu Rekorden geführt hat, er ist ja der Rekordhalter an Klassensiegen in der VLN. Er hat das 24-Stunden-Rennen gewonnen. Er ist Opel-Sportchef geworden. Er war Leiter von der OPC, Technikabteilung bei, bitte? OPC, OPC, OPC. ja. Das war das Performance Center von Opel. Da war Volker der Chef. Volker war AVD-Sportpräsident. Oder ist es noch? Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist er es auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Der Volker hat alles in seinem Leben erreicht, was man erreichen kann, als Rennfahrer, als Sportler, als Manager, und hat uns alle, aber alle mal richtig in den Senkel gestellt, theoretisch jetzt gesprochen, und Lügen gestraft, weil wir uns so furchtbar in ihm getäuscht haben. Und das betrifft nicht nur mich. Da muss ich auch der Rolf Schmidt, Gott hab ihn selig, das genauso ans Revers stecken, wie also unsere Freunde Willi Kausen und Rolf Stommelen, die ja gekommen sind und haben gesagt, also als Instruktoren können wir da keine Verantwortung übernehmen. Müsste man eigentlich Wir Willi hatten ja Kause bei auch den nochmal zurückfragen. Lehrgängen in Hockenheim hatten wir ja immer, es gab ja immer im März einen sogenannten Lehrgang, einen Sichtungslehrgang. Da wurde mal festgestellt, wer ist da überhaupt, was können die und überhaupt und so. Und da wurden auch die Startnummern nach Leistung verteilt.
Und da hatten wir ja richtig viel Prominenz bei den Instruktoren. Dem Rolf Schmidt ist es ja immer wieder gelungen, eine Gruppe von 4, 5 Instruktoren zusammenzustellen. Da konntest du ja bald eine Meisterparade draus machen. Mhm. Da waren ja fast alle da als Instruktoren, die du greifen konntest aus der Rennsportmeisterschaft, aus der Formel 2, was Deutschland betrifft. Also das war schon ein Who is Who, die da als Instruktoren an der Strecke gestanden haben. Das nur nebenbei. Da war auch der Klaus Ludwig dabei übrigens. Na, krass eigentlich, ne? Ja. Was die gemacht haben, um die kleinen Autos zu promoten. Übrigens ist ja dieses Jahr wieder einer präsentiert worden oder wird gerade präsentiert, ne? Ein neuer Renault 5. Richtig, ja, aber übrigens das als Elektroauto. Ja, das alles ist weit weg von unserem Renault 5 Cup. Das stimmt. Der ja 91 dann durch den Clio abgelöst wurde. Und da wollen wir aber gar nicht drüber reden. Wir reden bei dieser Serie, die ich jetzt aufgebaut habe, nur über die Renault 5 Jahre von 74 bis 1990. Und ehrlich gesagt, war es die schönste Zeit. Es war die schönste Zeit. Und wie das so ist im Leben, irgendwann geht es immer zwar weiter, aber der Spaß wird immer weniger, weil alles immer mehr kostet, immer mehr Geld im Spiel ist, immer mehr Hektik. Es wird weniger gelacht, es kommen weniger Geschichten zusammen. Und am Ende des ganzen Renault 5-Pokals, des ganzen Renault 11-Pokals, der zum Schluss mit dem Megane gefahren wurde und mit allem möglichen anderem und mit dem Clio wieder, und da ging es drunter und drüber am Ende mit den Modellen, da gab es nichts mehr zu lachen. Ja. Das war einfach Profisport dann inzwischen. Ja. Und da hat jeder sein Zeug gemacht, wie der Hanna Wald so gern gesagt hat immer. Und keiner hat mehr nach dem anderen geguckt, so ungefähr. Mhm. Das alles war in den ersten Jahren natürlich nicht so. Und wir haben da viel Freude miteinander gehabt. Und daher gibt es auch diese wunderbaren Geschichten, von denen ich noch eine ganze Menge parat habe. Und ich freue mich schon auf die nächste Geschichte. Haben wir erstmal die Nummer 3 erledigt. Jawohl. Wenn die Fans Lust und Laune haben. Und dann machen wir auch noch die Nummer 4 und auch später die Nummer 5. Und wenn es dann immer noch Spaß macht, dann machen wir auch noch mehr. Machen wir noch weiter. Genug. Ich kann 10 machen, ich kann auch 15 machen, wenn gewünscht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das gewünscht wird. Und wem das immer noch nicht gereicht hat heute, dem empfehle ich nochmal den Film Fünferbande. Ich habe ihn auch nochmal verlinkt. Und wem das dann immer noch nicht gereicht hat, der kann sich auch noch meinen Doppelpodcast mit Volker Striezek anhören. Dann ist man voll informiert und der erzählt die Geschichte nämlich auch mit dir. Wunderbar. So, also, bis auf die Knochen blamieren, damit die Folge. Er kann es nicht lassen, gell? Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn er sie erzählt. Ja. Ich hatte den Volker jetzt, ich war ja am Nürburgring und durfte ja bei der 40-Jahr-Feier, ja. DTM 40 Jahre, durfte ich ja mit auf die Bühne am Samstagabend bei der Feierstunde und mit dem Kollegen Killing und mit der Andrea Kaiser durfte ich ja durch dieses Programm führen, zumindest was die erste Dekade der alten DTM betraf, also 84 bis 96. Ja. Und da hat natürlich der Volker auch da oben gestanden und natürlich musste ich diese Geschichte erzählen, von mir aus schon, bevor sie der Volker erzählt hätte. Ich habe da gleich mich selbst gerettet, indem ich sie auf meine Art erzählt habe. Ja. Wir haben alle sehr viel Freude gehabt und ich habe das wirklich genossen, da oben nochmal das alles Revue passieren zu lassen. Da stand der Stuck und es stand der Olaf Manthey da und es war einfach Harald Groß war mit oben und der Stuck erzählte dann den derben Scherz vom Harald. Der Saal hat getobt vor Freude. Ja. Ich sagte, da hast du was verpasst. Es war eine wunderschöne Feier, die wir alle sehr genossen haben. Und dem ADAC sei Dank, dass er das alles hat nochmal aufleben lassen. Also für heute Schluss. Nächster Fall demnächst in diesem Theater. Jawohl, danke, tschüss. Ende. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.